Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute nochmal mit unserem neuen Experiment. Mit dem, für unsere Collaboration oder unsere Zusammenarbeit mit der Petra Gerbracht und der Marion Richter. Und jetzt möchte ich einfach nochmal diesen Guss machen. Ich habe mir jetzt hier zusammengemischt mein Mastercast, einmal gemischt mit dem neuen Pigment von Laura's Art Corner. Ach, man sieht es immer so schlecht in der Kamera. Sieht es so ein bisschen Glitzer, habe ich mit reingerührt. Das ist das neue Pigment, noch ohne Namen. Hat so ein Goldschimmer, ist ganz fein, ganz feiner Flitter. Wahrscheinlich wird es Plumeria heißen, aber es ist noch nicht ganz sicher. Dann habe ich verschiedene Resin-Inks mir hingerichtet und auch von Laura solche Nuggets. Verschiedenfarbige, und zwar die Rainbow Aura Crushed Glass Bits. Das sind so blau, pink, lila, grüntöne. Und die werde ich hier reintropfen. Genau, also jetzt kommt erstmal das Mastercast mit dem Glitzer. Habe ich es noch nie so gemacht, dass ich das Klare schon mit Glitzer versetzt habe. Und als Basis nehmen. Wenn das gut wird, dann werde ich öfters mal sowas machen. Ich denke, bei Blumen kommt es bestimmt auch ganz gut. Oh, das schimmert schon schön. Ich hoffe mal, dass es mir den Effekt nicht verfälscht. Das weiß ich noch nicht. Ich fülle jetzt hier mal rein. Ich habe noch ein bisschen übrig. Ich möchte nicht zu viel reinmischen. Ich muss das kurz föhnen. Ich gehe aber dazu erstmal noch am Rand entlang, um eventuelle Bläschen hier zu entfernen. So, am Rand entlang. Ja, ich habe das jetzt nicht im Wasserbad eingerührt, dann geht es besser. Probiert es mal aus, ist echt genial. Also ich föhne kurz und dann hole ich euch nochmal dazu. So, ich habe geföhnt. Ich hoffe, dass es nicht zu dick angemischt ist. Oder dass ich nicht zu viel Glitzer reingemacht habe. Wer weiß, wer weiß. Das ist der erste Versuch, aber es glitzert schon ziemlich heftig und ich. Ja, ich werde sehen. Ich habe keine Ahnung. Ich lege da mal los und tropfe dann mal meine Resin-Inks rein. Hier mal das Lapis Lazuli in der Mitte. Dann das Manila Green als nächstes. Und das Elderberry. Und jetzt hier noch, oh, fühle ich es auch im Great Purple. So. Dann lassen wir es in einem Moment mal wirken. Die Farben verteilen sich trotzdem sehr gut. Trotz des Glitters. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Das Weiß ist das nur gemischt mit Paste und ein bisschen Resin-Ink in Weiß. Okay. Ich habe das gar nicht so dick angemacht. Ist ja sehr transparent. Das von meiner Collaboration, das war sehr weißlastig. Also so weiß wollte ich es dann auch nicht haben. Jetzt gebe ich mal hier zwei kräftige Kreise in Weiß hinein. Okay. Dann, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt das Glitzer noch. Nehme ich halt erstmal das. Warum nicht? Ich probiere es einfach mal aus. Dann gibt es hier so spiralförmig hinein. Okay. Das ist jetzt mal leer. Fülle ich das nochmal auf. Ich nehme es aus dem ersten Töpfchen, wo ich es angerührt habe
und kratzt nicht aus, im Fall es noch Stellen gibt, die nicht richtig vermischt sind. So. Dann muss ich das kurz hier sauber machen. Mein Spatel vor allem, sonst klebt mir das alles zusammen nachher. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nochmal Glitzer reinmischen soll. Sieht schon schön aus, es glitzert wirklich arg. Vielleicht mache ich nur minimal Glitzer rein. Einfach noch ein bisschen. Genau, und mische das kurz unter. In der Zwischenzeit gebe ich nochmal hier auch nochmal zwei Kreise oder so in dem Weiß rein. Das mischen wir jetzt zusammen. Das Harz ist in der Zwischenzeit auch schon einigermaßen entlüftet. Die Bläschen sind weitgehend verschwunden. Ihr müsst halt einfach ein bisschen warten, das ein bisschen stehen lassen. Im Wasserbad, das wird dann wirklich super. So, ich habe dann auch noch einen kleinen Rest, den ich dann auch noch woanders reingießen kann. Freue ich mich natürlich. So, also nochmal alles abwischen. So. Ja, manchmal muss man halt nachmischen. Da steckt man nicht drin. Jetzt habe ich das Weiß da rein. Und ich habe hier noch Luft nach oben. Und dann gehe ich jetzt auch nochmal hier über das Weiß hier rüber. So als eine große Spirale. Okay. Und dann habe ich noch ein bisschen Luft und gebe das Klare nur in die Mitte. Ich finde immer, wenn man in die Mitte was gießt, dann entsteht nochmal so ein Effekt. Und dann habe ich meine Glitzersteinchen. Die möchte ich dann nachher auch noch reinmachen. Jetzt muss man meinen Handschuh noch abwischen. Manchmal klebt es einfach. Manchmal, ich weiß nicht, was los ist. Manchmal klebt einfach alles. Also minimal habe ich noch übrig. Ich gieße mir noch irgendwas Schönes. Aber erst muss ich das jetzt hier fertig machen. Hat viele Bläschen auf der Oberfläche. Die werden wir beseitigen. Und ja, was soll man denn machen? Soll ich jetzt hier noch ein bisschen reingehen? Okay, einfach noch ein bisschen verwirbeln und dann gebe ich hier die Nuggets einfach in die Mitte rein. Na, die kleben hier so ein bisschen fest. So. Okay, plups und weg sind sie. So schnell geht's. Ich drücke die auch noch ein bisschen nach unten. Und dann rühre ich mir noch ein bisschen im Kreis rum. Ich hoffe, dass die sich ein bisschen verteilen. Man hat es immer nicht so in der Hand. Genau. Also, das war's im Prinzip. Ich hoffe, dass es soweit passt. Es glitzert echt schön. Lass uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Das ist auf jeden Fall mega glitzerig. Aber es heißt ja noch nichts. Das Glitzer, das verändert manchmal auch. Okay, also, dann war es das mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich natürlich über einen Kommentar freuen. Nein, ich bin noch zu früh. Ich bin schon ganz verpeilt. Ich freue mich erstmal aufs fröhliche Ausformen. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Natürlich seid ihr gespannt. Bleibt einfach dran. Bei euch ist nur eine Minute, eine Sekunde. Bei mir dauert es ein bisschen länger. Ich werde mal schauen, ob sich noch was verändert. Ansonsten bin ich mal sehr zufrieden. Ich hoffe, dass der Glitzer hier nicht nur auf einer Stelle hängt, sondern ein bisschen sich ausgebreitet hat. Aber ja, wir werden sehen. Auf einmal war er verschwunden. Es glitzert wirklich mega. Vielleicht wird es ja was. Und hier mit diesem Rest mache ich noch irgendwie eine Kleinigkeit. Das filme ich dann extra. Genau, also, dann mache ich gleich mal weiter mit meinem Rest. Und
Wir sehen uns hier zum fröhlichen Ausformen. Und irgendwie bin ich, glaube ich, heute verpeilt. Tut mir leid, wenn ich da irgendwie manchmal Quatsch rede. Ist nicht mit Absicht. Genau. Aber es sieht schon mal vielversprechend aus. Bin mal wirklich, wirklich mega gespannt. Also, dann gießen wir noch eine kleine Blume, eine schnelle Blume oder irgendwas mit den Resten. Und ja, wir sehen uns dann zum fröhlichen Ausformen. Ciao, ciao. So, jetzt kann ich schon wieder ausfarben. Ich bin so gespannt. Ich bin so, so, so gespannt, ob das funktioniert hat. Das machen wir hier mal weg. So. Das sieht schon mal gut aus an der Kante. Tada. Wow. Was für ein Glitzer. Also, am Rand ist es wunderbar geworden. In der Mitte ist es anders als erwartet, aber schon cool. Ich habe ein bisschen zu viel Glitzer reingemacht, aber es ist ja eine unglaubliche Tiefe, die da entstanden ist. Ich muss da nochmal drüber filmen, mal schauen, ob man das dann so gut erkennt. Aber genial. Und auch hier die Crackles. Super. Passend farbig, genau dazu. Ihr seht auf der Seite, sieht man jetzt nur noch lila und pink, das Amaranth oder Grey Purple, weiß ich gar nicht, was ich jetzt gerade genommen habe. Und auf der Seite sieht man auch das Blau und das Grün. Mega cool. Wow, ich muss es erstmal sacken lassen. Bin auf jeden Fall total zufrieden. Es glänzt und funkelt und schimmert und wie gesagt, ich filme da gleich nochmal drüber und das sieht man so ein bisschen besser. Mega. Bin mal gespannt, was ihr drüber sagt, wie es euch gefällt. Lasst mir gerne einen Kommentar da und Daumen hoch. Es ist fast zu viel Glitzer, aber ich finde es trotzdem genial. Und es hat was, auf jeden Fall. Mal schauen, wie ich es verziere, was ich draus mache. Kann man schön aufhängen. Vielleicht schon einen schönen Spruch drauf. Mal schauen, was mir einfällt. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Ja, wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch, ein Abo, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao, ciao.